Ja, 0-1 gegen Weiche Flensburg. Wie würdest du die Niederlage einordnen? Ist sie ärgerlich? Ist sie verdient, unverdient? Was ist dein Fazit? Ja, ich denke, sie ist ärgerlich, unverdient. Flensburg hat natürlich aus ihrer einen Chance ein Tor. Wir sind nicht in der Lage, uns andere Chancen rauszuspielen vernünftig. Und ich denke einfach, uns fehlt es momentan an vielen Dingen, wo wir auch dann arbeiten müssen bei jedem persönlich. Dass wir halt kraftlos sind auch teilweise in der Woche, wenn es zu Spielen hingeht. Ob das dann vielleicht damit zusammenhängt, dass wir noch arbeiten müssen tagsüber oder nicht, das ist dahergestellt. Aber es ist einfach zu wenig in so einem Spiel. Da muss man einfach sagen, dass es verdient ist. Ihr hattet ja ein paar wenige Chancen. Ist es dann umso ärgerlicher, dass ihr die eben nicht gemacht habt oder nicht konsequenter verfolgt habt? Ja, ich denke mal, klar kann man sagen, vielleicht plutscht mal einer rein. Aber wie gesagt, das ist... Können wir uns jetzt tot darüber diskutieren, ob das vielleicht so wäre oder nicht. Wir können auch froh sein, dass Flensburg nachher noch ein zweites macht und den Sack zumacht. Es war einfach verdient so. Und dann muss man halt jetzt zusehen, mal eine Spur wieder reinzukommen und nicht ein Spiel mal gut spielen, dann wieder verlieren und sonst irgendwas. Das ist halt zu wenig dann. Wie kann man in die Spur wieder reinkommen? Muss das unter der Woche passieren? Was sind da so die Faktoren, die da greifen müssen? Ja, ich denke, das ist momentan selbst bei uns schwierig, das zu erklären. Wie gesagt, wir versuchen das Beste aus der Situation rauszumachen. Ich meine, es ist schwierig, gegen gute Gegner, die vielleicht professionell arbeiten, dann da auch mitzuhalten. Da sieht man dann vielleicht ein bisschen den Unterschied, dass es dann schwieriger ist für uns, wenn wir halt ein bisschen unprofessioneller in der Hinsicht sind, weil bei uns halt noch alle arbeiten müssen ein bisschen, dass da vielleicht die Luft fehlt dann. Ich meine, gegen eine Mannschaft wie Kloppenburg ist es dann vielleicht leichter mal auszugleichen sowas, aber gegen Top-Mannschaften ist es dann halt schwierig. Danke.